Hey, ihr kleinen Flipper, ich erkläre euch heute Mehrwertsteuer. Und zwar anhand von Kaffee. Damit ihr coolen Karotten wisst, was zahle ich hier eigentlich gerade? Pass auf. Ich habe einen Kaffee mit einem Schuss Milch. Darauf zahle ich 19%. Ist es aber ein Latte Macchiato, zählt das als Milchmischgetränk. Und da Milch Grundnahrungsmittel ist, zack, 7%. Blöd, wenn ihr den mit Hafermilch trinken wollt. Denn da Deutschland ist wie euer lieber Opa, unterscheiden wir zwischen linksversiffter Sojahafer-Ökomilch, 19%, und richtiger Milch aus echten Eutern, 7%. Wenn ich den Macchiato allerdings im Kaffee trinke, sind es wieder 19%. Aber to go immer noch 7%. Also, wenn ihr den Kaffee im Sitzen steht beim Trinken, dann zahlt ihr fürs Stehen 19% und fürs Trinken 7%. Soll heißen 26%? Nee, das kann nicht sein. Okay, anderes Beispiel. Wenn ihr Katzenfutter esst, kostet das nur 7%. Babynahrung kostet aber 19%. Wenn ihr die Katze allerdings im Stehen esst, dann... Nee, Moment, das kann auch nicht sein. Ich sag mal so, liebe Kinder, trinkt einfach nicht so viel Kaffee, davon werdet ihr hyperaktiv. Und auch sonst nicht vergessen, Gemüse essen macht sozialistisch. Gottes Willen.